Je son meng moment glocken li bonnet ker di su dopo mama. Oi so wie son moment en quedet ker de su. A dopo mama. Sla cha kulon moment. Ciao mama, ciao, ciao, ciao. Bin ich eigentlich lieber ein Handwerker. Das, was ich am liebsten tue, ist Handwerk. Ich tue gerne mit meinen Händen arbeiten, egal wo. Der Verkauf ist eigentlich, muss sein natürlich, weil das ist mein Verdienst. Aber am liebsten bin ich in der Werkstatt. Das passiert auf alle 40 Jalousien sozusagen. Ein bisschen nicht perfekt sein. Das ist die größte Arbeit. Da wird alles jetzt per Hand geschliffen, bis man danach nicht einfach einen Finger und streicheln kann, ohne dass man zig Schiefern drin hat. Weil da auf Nacht habe ich mein Hobby, dass ich mal 10-15 Schiefer rausziehen muss. Aber das gehört zu meiner Arbeit dazu. Das ist ganz was Interessantes. Das ist eine von einem Schmied. Da ist in jeder Schublade drin wirklich Schmutz und Dreck, und das ist jeder normale Mensch sagt, das kannst du gleich zusammenschneiden und Brennholz machen, aber es wird was und es wird allem schön. Und da haben wir den Geschmack von Alten, weil das soll auch so bleiben. Das darf absolut nicht neu werden und trotzdem wird es ziemlich verändert sein, wenn es fertig ist. Periodo è grosso modo Liberty, per cui questo è un pochino più recente. I cristalli vanno tutti, ogni singolo va riattaccato e va praticamente totalmente restaurato. Come qui abbiamo una coppetta che è completamente rotta, adesso qui o io ho una coppetta uguale oppure devo cambiare tutte e cinque, ma sempre rimanendo nei parametri, nelle grandezze e dimensioni di questo lampadario. Ich bin in dem Moment ein kleiner Kustos, ein Kustos für die Zeit, ich darf es kurze Zeit besessen. Ich habe auch Freude, vieles langt heim, dann von daheim kommt es wieder daher. Nicht, weil man es besser verkauft, sondern weil ich einfach selber so die größte Freude habe ich, wenn man einmal in einem Schrank 3-4 Wochen drin verbracht hat und der Lampenschirm 10 Tage, dann ist es ein bisschen deiniger. Danach kommt er weg, aber er kommt eigentlich halb in gute Hände, weil kaufen tut es ja jemand, der was interessiert ist. Obere Jans weiterleben lassen. Ogni tanto guardo il crocefisso e dico, beh, insomma, ogni tanto guardami un po', perché credo che di Cristi io, non so, ma 300-400 Cristi di braccia, di piedini, di dita, di chiodi, gliene abbia fatti.
perché lui, poveretto, ha 200-300 anni, allora ogni tanto è rimasto in croce così a lungo, è rimasto all'intemperie, è rimasto fuori, passando la mano. Si è rovinato anche lui, allora bisognava ricurarlo. E così questo vale per tutto, ma avere il rispetto delle cose. E poi la diagonale qualche volta, ma quella viene fuori da sola. 60. Queste sono le spine in legno? No, questo è il chiodo in legno. Ah, chiodo in legno. Ovviamente uso la tecnica di oggi e c'è la vite. Ma sarebbe un sacrilegio a vedere la vite in croce sopra. Allora dopo va ribattuto, va messa giù più profonda e poi va ribattuta col chiodo in legno, affinché l'aspetto sia quello. Ok. Zeit war nicht wichtig. Zeit ist sehr wenig gezahlt worden. Wichtig war das Überleben. Wenn ich mir überlege, dass ein Tischler vielleicht in einem ganzen Winter ist er heimgegangen zu einem Bauer um der Kost, der hat einfach eine warme Stube gehabt, einen warmen Ort und hat eine Speise gehabt und hat den ganzen Winter Zeit gehabt, einen wunderschönen Schrank zu machen und zu malen und so weiter. Aber das war Überleben. Das war Überleben. Und der Wert von einem Schrank war gleichmäßig zu stellen. Der älteste Sohn, weil er geerbt worden ist, der hat alles gekriegt und alle anderen haben eigentlich nichts gekriegt. Und was sie gekriegt haben, soll war ein Trugen und der Schrank. Jetzt natürlich für den war der Schrank ganz, hat ganz einen anderen Wert gehabt. Das ist auch Kultur, das ist unsere Kultur. Da müssen wir schauen, ein bisschen da beizubehalten. Weil Altes neue Freude schafft. Das wiederhole ich, seitdem ich eigentlich vor 25 Jahren das Glück gehabt habe, in dem Geschäft meinen Traum praktisch zu realisieren.